Hallo, ich bin's wieder, euer Heiko, und heute will ich mal versuchen, den Einbürgerungstest für Österreich zu machen und zu gucken, ob ich ein guter Österreicher wäre, beziehungsweise ob man mich überhaupt nehmen würde. So, es fängt jetzt damit an, dass ich überhaupt gar nicht weiß, was hier jetzt diese verschiedenen österreichischen Bereiche, also sozusagen die Österbereiche. Also von Tirol habe ich schon mal gehört, da kommt der Anton her. Oberösterreich klingt, da kommen wahrscheinlich die Kellner her oder so. Burgenland klingt sehr malerisch. Niederösterreich klingt irgendwie ein bisschen niedergeschlagen. Salzburg, ich habe zu hohen Blutdruck, also Salzburg ist wahrscheinlich keine gute Idee. Kärnten klingt, als wäre es gut für die Verdauung, aber ich nehme mal Wien, weil Wien kenne ich, das ist eine Stadt in Österreich, da spielt der dritte Mann. Und daher weiß ich, dass in Wien ist alles krumm und schief und ganz viele Gebäude sind kaputt. Okay, klicken wir mal Wien an. Wer galt zu Lebzeiten 18. Jahrhundert als die große Reformerin? Maria Amelia, Anna von Tirol, Maria Theresia oder Margarete? Ich habe keine Ahnung. Anna von Tirol klingt zu sehr nach Anton von Tirol. Das ist wahrscheinlich eine Trickantwort. Und Maria Theresia ist, glaube ich, eine Kaiserin gewesen. Ob Kaiser, also Kaiser, also wirklich so als Reformer, weiß nicht. Ich meine, gut, Julius Caesar würde einem einfallen, der hat sehr viel reformiert, aber Maria Theresia klingt so ähnlich wie eine andere Antwort, Maria Amelia. Und darum denke ich, dass Maria Amelia die richtige Antwort ist. Das wär die Scheißkaiserin gewesen. Okay, gut. Schade. Nächste Frage. Welche Minderheiten sind in Österreich anerkannt? Okay, sind nicht alle anerkannt. In Österreich gibt es wahrscheinlich eine italienische Minderheit. Gehe ich von aus, weil die grenzen aneinander. Kann man mehrere? Haben Sie die Wahl zwischen bis zu vier Antwortmöglichkeiten? Mindestens eine Antwort ist korrekt, jedoch nie alle. Okay, dann denke ich mal, dass die Slowenen nicht anerkannt sind. Die Italiener sind nicht anerkannt. Okay. Wann ist eine Regierung autoritär? Wenn es eine Gewaltenteilung gibt, wenn der Staat nur von nur einer Führungsperson regiert wird, wenn Meinungsfreiheit herrscht, wenn sie ohne demokratische Kontrolle, also ohne gewähltes Parlament regiert. Ich würd jetzt den 50-50-Joker nehmen und habe ich wahrscheinlich nicht. Also würde ich zu, wenn sie ohne demokratische Kontrolle, also ohne gewähltes Parlament regiert, tendieren. Von nur einer Führungsperson. Das ist eigentlich eher diktatorisch, ne? Also. Oh. Es sind auch wieder zwei Antworten möglich. Okay. Dass diese mehrere Antworten gleichzeitig, das hat mich ein bisschen auf den Holzweg geführt. Am 26. Juni 1945 wurde die Organisation der Vereinten Nationen UNO gegründet. Wo ist der Hauptsitz der UNO? New York? Bitte? Ja, okay, immerhin. Mit dem Ende des Ersten Weltkriegs endet auch die Monarchie. 1918 wird die Republik Österreich ausgerufen. Wer wurde der erste Staatskanzler? Also Sebastian Kurz ist momentan gerade. Und von den anderen dreien habe ich noch nicht gehört.
glaube, Schober klingt sehr österreichisch, nehmen wir den. Nein, es war Karl Renner. Okay. Ich extra nicht genommen, weil ich dachte, das ist der Typ, der Hawkeye gespielt hat. Aber okay. Österreich war von den vier Alliierten besetzt. Wie hießen diese Staaten? Also Spanien schon mal nicht, China auch nicht, Japan auch nicht. So. Okay. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt zwei Punkte. Wie heißen zwei der vier Grundsätze der Republik Österreich? Vollziehende Gewalt, solidarischer Grundsatz, demokratischer Grundsatz, bundeseinheitlicher Grundsatz. Nehmen wir mal die beiden. Und wir haben recht. Ja, vielleicht werden wir doch noch Österreicher. Wo ist der Sitz des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte? Ich dachte, der wäre in Den Haag. Ist er in Genf? Er ist in Straßburg. Das... Warte mal. Das googeln wir. Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte. Straßburg. Okay. Ja, was ist denn in Den Haag? Okay, merkwürdig. Wie lange dauert die Amtsperiode des Bundespräsidenten? Da gehe ich einfach mal davon aus, dass es wie in Deutschland ist. Da sind es, glaube ich, 5 Jahre. Es sind 6, natürlich. In welchen Abständen sind die Wahlen zum Europäischen Parlament gesetzlich vorgeschrieben? 5 Jahre. Womit finanziert der österreichische Staat hauptsächlich sein öffentliches Bildungssystem? Aus Steuern? Wie lautet die erste Zeile der österreichischen Bundeshymne? Land der Hämmer, zukunftsreich. Land der Berge, Land am Strome. Volk begnadet für das Schöne. Land der Äcker, Land der Dome. Nehmen wir mal das, weil das... das. Ich wollte zuerst! Welche Teile Wiens gehören zum Weltkulturerbe? Die Innenstadt? Und Schloss Schönbrunn, ja, ist klar. Ist klar. Super. Welche Rolle spielt Wien für die UNO? In der Wiener UNO City sind der Sitz der IAEA und der UNIDO. Alle UNO-Konferenzen finden in Wien statt. Wien spielt keine Rolle für die UNO, weil Österreich kein Mitglied der UNO ist. Die Friedenstruppen kommen regelmäßig nach Wien, um Konflikte zu lösen. Okay. Das ist gut. Das klingt nach was, was richtig sein könnte. Oh, Gott sei Dank. Welche war die erste U-Bahn-Linie in Wien? U3, U1, U7 oder U5? Ich würde auf U1 tippen. Gott sei Dank richtig. Okay. Wo können Mütter in Notsituationen neugeborene Babys anonym abgeben? In Kindertagesstätten, im Babynest Glanzing, im Wilhelminenspital, Flötzersteig, okay, im neugeborenen Nest der Rudolf-Stiftung, in der Kinderkrippe im AKH. Also in der Kinderkrippe wahrscheinlich nicht, aber das klingt auch in den Kindertagesstätten, glaube ich, auch nicht. Meh. Okay. Sie haben eine falsche Antwort. Sie haben für die Fragen keine Punkte. Was bedeutet die Abkürzung OSZE? Organ für Sicherheit und Zentralverwaltung Europas. Statistik, Zufriedenheit, Sicherheit und Zusammenarbeit war das, glaube ich.
Ja. Auf Initiative welchen österreichischen Bundeskanzlers wurde Wien 1979 UNO-Sitz? Sebastian Kurz, Brigitte Bierlein. 79, dann muss das ja Kreisky gewesen sein, oder? Ja. Nicht best 10 von 18 Punkten erreicht. Aber immerhin mehr als die Hälfte hingekriegt, hätte ich nicht gedacht. Geschichte Österreichs, 2,5 von 6 Punkten. Geschichte meines Bundeslandes. Also ich kenne mich besser mit Wien aus als mit dem Rest von Österreich, erstaunlicherweise. Und demokratische Grundordnung Österreichs ist eigentlich ziemlich peinlich, weil die ist, glaube ich, nicht so verschieden wie die von Deutschland. Die Fragen werden für jeden Test neu zusammengestellt. Okay, also heute bin ich kein Österreicher geworden, das ist schade. Aber dann bleibe ich halt hier. Okay. Dann bis zum nächsten Mal. Mal gucken, vielleicht machen wir Schweiz oder Liechtenstein oder so. Hat Liechtenstein überhaupt sowas? Nehmen die Leute auf? Wir werden sehen. Ich glaube, Liechtenstein war ja ein Herzogtum, ne? Aber okay, bis zum nächsten Mal.